Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Sherlock Holmes, The Devil's Daughter. Ja, viel weiß ich leider nicht über das Spiel, deswegen starte ich jetzt mal einfach direkt. Aufstrebender Detektiv, Meisterdetektiv. Stellen Sie Ihre detektivischen Fähigkeiten, genießen Sie das aufregende Leben des berühmten Detektivs. Ja, aufstrebender Detektiv würde ich sagen, weil ich denke mal, dass man sich sonst viel zu viel auf irgendwelche Sachen konzentrieren muss, auf die man sich sonst so nicht konzentrieren würde. Manche Beweise erfordern weitere Untersuchungen. Sie sind in Ihrem Notizbuch mit speziellen Symbolen gekennzeichnet. Okay. Sie haben einen wichtigen Satz in einen Dialog verpasst. Kein Grund zur Sorge. Irgendwas davon ist wohl im Notizbuch. Ja. Stunden zuvor. Oh, verzeihen Sie, störe ich Sie etwa? Nein. Kommen Sie doch rein, Mrs. Miss Alice de Bouvier. Ich bin die neue Nachbarin von Mr. Holmes. Oh, wir hatten noch nicht das Vergnügen. Ich bin Dr. Watson. Können wir Ihnen vielleicht irgendwie helfen? Ach, nicht Sie braucht Hilfe, Watson. Ich... Um was geht es dann? Ach, der Junge, der schniefend hinter ihr steht. Schicken Sie ihn weg. Aber er friert ja geradezu und ist ganz verstört. Was ist nur passiert? Der kleine Tom klopfte an der falschen Tür. Ach, um Himmels Willen. Armer Junge. Komm rein, wärm dich beim Feuer auf. Kann ich Ihnen Tee anbieten, Miss de Bouvier? Nun, ich... Ist ja nicht so, dass wir, Sie wissen schon, wen stören. Ich denke nicht. Da Sie nebenan wohnen, sollten Sie vielleicht besser wissen, wie er so ist. Ich mache mir langsam Sorgen. Nun, Mr. Holmes leidet an einer Krankheit, die immer dann aufflammt, wenn er nichts zu tun hat. Dann wird er richtiggehend asozial. Und, naja, es ist eine schwierige, unheilbare Krankheit. Die Sache muss unbedingt unter uns bleiben. Natürlich, ich verstehe. Wie traurig. Eine vorübergehende Linderung gibt es aber für ihn. Durch spannende Fälle. Wenn er diesen hier ablehnt, wird sich sein Zustand sicher verschlechtern. Ich bin noch hier. Ich bin nicht aus dem Fenster gefallen. Also gut, dann... Vielen Dank, Miss. Ja, das ist Sherlock Holmes, so wie wir ihn alle kennen. Warum bist du hier? Nun sag, Junge, was führt dich hierher? Mein Vater, Sir. Er ist verschwunden. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Okay. Führen Sie Ihre Charakteranalyse durch. Oh, indem Sie sich auf die wichtigen Details konzentrieren und folgern, was sie bedeuten. Okay. Gerötete Augen. Bindehautentzündung hat kürzlich geweint. Ja, da er verzweifelt ist, nehme ich mal an, hat er kürzlich geweint. Moment, da leuchtete gerade irgendwas.
Blasse Haut, Mangelernährung. Okay, kann ich nur das auswählen? Ja, nimm das doch einfach mit der Mangelernährung. Ist das so schwer? Oh, da konnte ich drauf drücken. Tom ist 8 Jahre alt, okay. Gepflegt, fürsorgliche Eltern. Eieiei. Okay, das kann ich auch nicht auswählen. Wie komme ich jetzt wieder raus? Achso, ich kann runtergehen. Was ist das hier? Karte von London. Kann eine Karte lesen und verwenden. Ja, will ich zumindest hoffen, wenn er eine Karte dabei hat, ne? Ich kann aber nicht nach oben. Der geht irgendwie automatisch zur Seite. Arm deformiert. Fehlbildung oder verletzt. Also, da er jetzt nicht so tut, dass er aber verletzt ist, nehme ich mal an, dass es wohl eine Fehlbildung ist. Keine Ahnung. Der geht jetzt da wieder zurück. Also nach unten geht er nicht. Achso, Charakteranalyse abgeschlossen. Okay, war das jetzt richtig oder war das jetzt nicht richtig? Tom ist 8 Jahre alt. Seine Kleidung ist abgetragen und mehrfach sorgfältig gepflegt. Toms Eltern sorgen gut für sein Wohlergehen. Seine blasse Haut lässt vermuten, dass er unter Mangelernährung leidet. Er sieht traurig aus und hat gerötete Augen. Er hat vor kurzem geweint. Toms Fehlbildung könnte auf eine mangelhafte Ernährung seiner Mutter während der Schwangerschaft zurückgehen. Also daraus schlussfolgere ich dann mal, dass die wohl ziemlich arm sind. Was ist denn das jetzt hier überhaupt? Aufgaben, Jagdgründe, als ein junges Straßenkind weinend vor der Baker Street aufkreuzt und von seinem Vater berichtet, der bei einem geheimen, besonderen Job verschwunden ist, schwankt Sherlock Holmes. Achso, nichts Gutes, okay. Dann haben wir hier eine Karte, denke ich mal, mit der wir nichts anfangen können, Beweise, die wir noch nicht haben und Dokumente, die wir wohl hier ablegen können. Dialog. Ach so, das meinten die dann am Anfang damit, wenn wir irgendwas nicht mitbekommen haben, dass man das dann hier nochmal nachlesen kann. Oder wenn man es nicht mehr so genau weiß. Das ist ja cool. So, und das hier sind Charakterporträts. Ja, mehr haben wir noch nicht gefunden. Okay. So. Wie ist sein Name? George Hurst, Sir. Wann genau hast du ihn zum letzten Mal gesehen? Vor 3 Wochen. Er hatte einen neuen Job angenommen, aber diesmal war er seltsam und wütend. Verschwunden also. Was sagt die Polizei? Die glauben mir nicht. Sie sagen, dass er einfach abgehauen ist. Aber das stimmt nicht. Tab Beweise durchsuchen. Ja, wo soll ich denn jetzt den Beweis durchsuchen, dass er abgehauen ist oder nicht abgehauen ist? Hallo? Weiß ich doch nicht. Ach so, wegen den fürsorglichen Eltern. Okay, da oben. Klar. Ja. Deine Kleidung ist gut geflickt und du kannst lesen. Deine Eltern mögen arm sein, aber sie lieben dich. Ja, aber es gibt nur noch uns beide. Meine Mutter starb, als ich noch klein war. Umso mehr ein Grund, nicht einfach abzuhauen. Dein Vater dürfte kein verantwortungsloser Mensch sein. Er ist sehr gut zu dir. Das stimmt. Aber er hat keine feste Stelle. Deswegen arbeitet er oft als Tagelöhner, weil er sonst nichts finden kann. Nur diesmal ist er nicht zurückgekommen. Okay. Seltsam. Inwiefern? Er sagte, ich habe einen besonderen Job angenommen. Wage es nicht, hier wegzugehen. Ihm muss etwas zugestoßen sein. Vor 3 Wochen? Das ist eine lange Zeit. Jeden Tag dachte ich, heute kommt er zurück. Und überhaupt, ich komme schon alleine klar. Wie konntest du nur? Du und dein Vater schweben in Gefahr. Du hättest viel früher zu mir kommen müssen. Ich hatte Angst. Ich habe keine Familie. Und ich kann sonst nirgends hin. Wenn unser Vermieter merkt, dass mein Vater weg ist, wirft er mich aus der Wohnung. Tom, du warst sehr umsichtig. Wir bewahren Stillschweigen.
Wenn doch nur meine Mutter hier wäre. Okay. Gut. Wie lautet eure Adresse, Tom? 12 Dorset Street. Erster Stock. Tür E. In Whitechapel, Sir. Aber ich habe kein Geld, um sie zu bezahlen. Wer redet denn von Geld? Dein Fall scheint die Medizin zu sein, die ich brauche. Ich werde dich dort treffen. Oh, vielen Dank, Sir. So, okay, jetzt können wir uns ein bisschen umsehen, aber ich muss sagen, oh, das ist sehr, sehr schnell eingestellt hier mit der Maus. Mein Archiv. Ich kann bei Bedarf darauf zurückgreifen. Okay. Kann ich ja laufen? Ich kann auch laufen, okay. Mein Analysetisch. Hilfreich bei meiner Arbeit. Ja. Da war er wohl wirklich hinter einem Fall her. Armes Kind. Holmes, Sie sollten ihm helfen. Ja, ich bin ja dabei, aber ich muss mich doch erstmal ein bisschen umschauen. Ich meine, ich lebe hier ja ein Jahr aus in dieser Wohnung, aber ich weiß halt nicht, wie sie aussieht, ne? Ich traue mich jetzt hier gar nicht, durch eine Tür durchzugehen, weil ich erstmal gucken möchte. Mein Archiv. Ich kann bei Bedarf darauf zurückgreifen. Ach so, das ist ebenfalls das Archiv, okay. Er hat eben da gesessen. Das heißt, hier hinten sollte man normalerweise nicht raus können. Das? Haare, Kopfbedeckung, Brille. Ach so, das ist ja cool. Wir können uns also selber... Oh Gott. Wir können uns selber ein bisschen umgestalten. Das sieht ja richtig schrecklich aus. Okay. Ich wünschte mir, dass ich dieses Geheimnis nie gefunden hätte. Okay, die... Der Hut ist noch okay, aber... Nee, muss nicht unbedingt sein, wobei, naja, die Klamotten, die sehen schrecklich aus, ne? Da war da irgendwas mit Kleiderschrank gerade. B. Was haben wir denn hier? Achso, festlich. Arzt. Bandit. Seelsorge, oh Gott. Sport, das nennt sich Sportkleidung. Freizeitanzug, der Freizeitanzug. Der Mantel sieht gut aus. Ist zwar nicht so Sherlock Holmes-mäßig, aber... Für meinen Sherlock Holmes ist das mehr als perfekt. Wir gehen mal eben nach draußen und gucken uns mal diese schöne, detailreiche Umgebung an. Sehr, sehr nice. Ich bin auch am Überlegen, ob ich es vielleicht doch lieber nicht mit Maus und Tastatur spielen soll. Weil man sich einfach viel zu schnell hier umschaut. Vielleicht kann ich es aber auch noch ein bisschen einstellen, dass es nicht ganz so extrem ist. Da muss ich gleich mal nachgucken. So, ich schätze mal, das hier ist so eine Art Arbeitszimmer. Hier kann man... Ach so, nein, das ist kein Arbeitszimmer, das ist von Watson. Watson schreibt damit über unsere Abenteuer. Ja, ist aber eine sehr, sehr schicke Schreibmaschine. So ein Teil würde ich mir auch noch in die Wohnung stellen. Ich finde die unheimlich geil. Ich weiß nicht, warum. Ich habe es immer gehasst, auf den Dingern zu schreiben, aber ich finde die echt geil. Brava, Toby. Die beste Spürnase im Königreich. Ah, Toby ist auch dabei. Damit mal herzliche Grüße an Susanne. Was haben wir hier? Eine Karte von London und Umgebung. Könnte nützlich werden. Ja, steck ein, wenn die nützlich ist. So, wir gehen jetzt erstmal raus. Denke ich. Okay. Kann man da hoch? Anscheinend nicht. So, ich habe jetzt keine Ahnung, was hier auf mich zukommt. Aber grafisch, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich es bisher schon richtig, richtig geil. Okay, mit M kommen wir nicht in die... Da kommen wir auch noch in die Pause rein. Können wir denn irgendetwas drücken, dass wir eventuell eine Karte haben? Nein, können wir offensichtlich nicht. Ja, fängt schon mal gut an. Guten Tag, der Herr. Ich habe auch keine Ahnung, wie ich jetzt da hinkomme. Vielleicht kann der Kutscher uns helfen. Können Sie uns da hinbringen? Ich habe wohl die Adresse vergessen. Whitechapel, genau, das war's. Diese Straßen sind zu eng für Kutschen. Ich muss laufen. Oh, so eine Sauerei. Laufen, es geht ja gar nicht hier. North Street? North Street. White Street hieß sie, glaube ich, ne? Ne, irgendwas mit Chapel. Ich habe es doch gerade noch angeklickt. Ich habe schon wieder vergessen. Eieieiei. Wir laufen hier einfach mal so ein bisschen die Straßen entlang. Dorset Street. Da kann ich aber rein. Wieso kann ich da rein? Es war aber doch nicht hier, oder?
Wir gehen einfach mal rein. Ich meine, wenn wir schon rein können, warum nicht, ne? Ist jetzt ein Hinterhof? Guten Tag. Der ist was am Schneiden, okay. Guten Tag, der Herr. Warum versuchen Sie dieses Fass eigentlich kaputt zu schnibbeln? Das wissen Sie wahrscheinlich selbst nicht, ne? Kann man ja auch einfach durch, ne? Man konnte jetzt nur da durch. Okay. Kann ich mit denen sprechen? Wir gehen nochmal zurück, weil mich irritiert das jetzt ehrlich gesagt, dass wir hier durch können, obwohl das ja jetzt eigentlich gar nicht unser Ziel war. Oder vielleicht doch? Ach, doch, das war dann unser Ziel. Guten Tag. Hier leben wir, Mr. Holmes. Hi. Moment, Tab. Ah, oder komme ich da immer mit Tab rein? Das kann natürlich auch sein. So, Hursts Wohnung. Sind wir jetzt da? Ich meine, wir sind ja hier rausgekommen. Also könnte das gut sein, dass wir jetzt hier sind. Hoffentlich finden Sie meinen Vater. Ja, mein Junge. Ich werde jetzt erstmal nach ein paar Hinweisen gucken, falls ich denn jemals da hinkommen werde. So. The Strand Magazine. Ah, deshalb bist du also zu mir gekommen. Verstehe ich jetzt nicht so ganz genau. Aber es könnte sein, dass er vielleicht irgendwie da drin geschrieben wurde oder so. Das Essen wird wohl knapp. George Hurst ist bereits seit 3 Wochen verschwunden. Oh, okay. Das Essen wird wohl knapp. Es ist so grün. Da köchelt eine Bauernsuppe vor sich hin. Ein einfaches Essen für einfache Menschen in schwierigen Zeiten, würde ich sagen. Okay, also grün heißt nur, dass wir uns das schon angeguckt haben. Okay. Also hier unten können wir anscheinend... Doch, da ist noch was. Okay, also wenn ich das jetzt richtig sehe, ich habe jetzt gar nicht so drauf geachtet, dann ist das wohl ein Rat. Er hat seine Rechnungen im Voraus bezahlt, ja, und so für eine gewisse Sicherheit für Tom gesorgt. Genau, da sowas Ähnliches wollte meine ich auch Mutter, sagen. Meine Mutter, sie starb, als ich sehr klein war. Vater erzählte immer von ihr. Das ist alles, was ich von ihr habe. Das tut mir leid, Tom. Auch ich war klein, als meine Mutter fortging. Okay, dann setzen wir uns vor den Kamin und weinen zusammen. Nein, wir gucken jetzt erstmal, das sieht aber schon richtig, das sollte wahrscheinlich mal ein schönes Zimmer werden oder war mal ein schönes Zimmer, man weiß es nicht. Da tropft es immer. Vater hat das früher repariert. Okay. Alt, schmutzig und verschlissene Kleider. Ja, dass sie nicht viel Geld haben, darauf sind wir ja schon gekommen. Ne? Bevor ich jetzt aber hochgehe... Eine Sammlung von alten, gebrauchten Büchern. George Hurst wollte seinem Sohn so viel Bildung ermöglichen, wie er sich leisten konnte. Vater hat die für mich gekauft. Er hat nichts gesagt, aber ich weiß, dass er seinen Mantel dafür verpfändet hat. Das ist irgendwie schön und traurig zugleich. Ja. Zu dunkel. Ich kann nichts erkennen. Das ist schlecht, würde ich sagen. Aber da ist doch ein Feuer. Kann man denn hier nicht... Gegenstände, die mit einem Ausrufezeichen gekennzeichnet sind, müssen noch in ihren Untersuchungen eingesetzt werden. Okay. Kann man denn nicht irgendwo eine Lampe nehmen oder das Feuer nutzen? Oh, warte mal, hier oben ist doch... Kann ich hier nicht nehmen? Ah, okay, mit Streichhölzern sogar. Ist doch wunderbar. Okay, da können wir nichts mehr gucken. Aber wie komme ich jetzt an mein Inventar ran? Verwenden. Okay, können wir nicht verwenden. Können wir nicht verwenden. Vielleicht macht er das automatisch, wenn wir nach oben gehen. Das weiß ich jetzt nicht.
Ah, eine schwebende Lampe, das ist sehr schön. Eine Ledertasche, mal sehen. Hallo George, ich weiß, es ist schwierig für dich Arbeit zu finden und du brauchst Geld für Essen und Kleidung für deinen Sohn. Deswegen schicke ich dir mit diesem Brief eine Kneipenwerbung. Ich habe gehört, dass ein Typ in dem Pub immer wieder besondere Jobs anbietet. Vielleicht hilft dir das ja. Ich hoffe es zumindest. Viel Glück. Ja, das scheint alles gewesen zu sein. Da kann man anscheinend nichts mehr mitmachen. Ja. Okay. Nur ein paar alte Dinge. Ja. Oder wir gehen wieder runter. In Ordnung. Ich wollte eigentlich oben noch weiter gucken, aber gut. Also hier ist jetzt erledigt. Da ist jetzt auch kein Ausrufezeichen mehr. Und ich denke mal, dass man jetzt hier sonst auch nichts mehr großartig machen kann, ne? Hoffentlich finden Sie meinen Vater. Ja, mein Junge, das hoffe ich auch. Wenn nicht, dann habe ich komplett versagt in diesem Spiel. Aber wir fangen ja gerade erst an. Also ich habe jetzt irgendwie doch so absolut keinen Plan, was ich hier machen muss. Hier ist ein Ausrufezeichen. Untersuchen Sie das Verschwinden. Untersuchen Sie die Wohnung von George Hurst. Tür E. Ja, das habe ich ja jetzt gemacht. Okay, da kann man also nichts mehr anklicken. Dann würde ich jetzt einfach mal spontan sagen, bevor ich mich jetzt wieder nach draußen begebe und wahrscheinlich etwas orientierungslos mich in der Gegend bewegen werde, dass ich hier erstmal einen kleinen Cut mache. Ja, und ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann! Ciao!